Welcome to this session and to this talk. Willkommen zu dieser Sitzung und zu diesem Vortrag. Hans-Christoph Steiner möchte einen Vortrag über den Wind halten. Und dies wird ein Netzwerkvortrag sein. Und ich bitte euch, alle unseren Sprecher willkommen zu heißen. Applaus. Thank you. Danke. So, I will be talking about, ich werde über our project Wind, which you just das Projekt said. Wind sprechen. Diese Arbeit hat in den letzten 7 Jahren stattgefunden, wo es um Offline-Verbundenheit ging, sodass man auch Sachen unabhängig vom zentralen Netzwerken benutzen kann. Randomly chosen, mit not so randomly chosen, mit historical precedents that I think are aufgrund zufällig oder den tatsächlich entstandenen historischen Gegebenheiten haben sich diese Netzwerke so entwickelt. Und es gibt natürlich auch andere Beispiele, wie zum Beispiel den Kongress, der halt sein eigenes Netzwerk darstellt, aber da ist es natürlich auch viel naheliegender, über Offline-Netzwerke nachzudenken und Unabhängigkeit von solchen Netzwerken. Diese Arbeit ist Teil des Guardian-Projektes, welches ein freies Software-Projekt ist, das auf Privatsphäre fokussiert ist. Das bedeutet, wenn wir Software entwickeln, dann wollen wir Apps herstellen, die sehr fokussiert auf Privatsphäre fokussiert sind, und das ist wirklich eines unserer Kernziele. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir nicht reich und berühmt werden, sondern weil für uns Privatsphäre wirklich essentiell und wichtig ist. Eine zentrale Idee ist es, dass die Benutzbarkeit der Software nicht mit dass das Design und die Benutzung der Software nicht die Privatsphäre beeinträchtigt. Wir wollen nicht, dass die Leute einen Fehler machen, wenn sie unsere Programme benutzen. Und der User muss jetzt nicht zwischen dem sicheren Button und dem unsicheren Button direkt nebeneinander entscheiden. Für uns ist Usability wirklich sehr zentral und wichtig. Dieser Prozess ist wirklich auch wichtig im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung. Und das bedeutet auch, dass wir keine Anleitung brauchen und brauchen sollten, sondern die Benutzer müssen klar wissen, was sie erwarten können, und wir haben dann unsere Software immer weiter überarbeitet, verschiedene Iterationen im Entwicklungszyklus gehabt, um die Software weiterzuentwickeln, weiter auf Nutzer zu optimieren. Und unser Fokus ist auf politische Aktivisten oder sonstige Aktivisten oder Journalisten, und wir wollen diesen Menschen helfen mit unserer Software. Und wir wollen mit dieser Software die Arbeit dieser Menschen, die eine sehr wichtige Arbeit ist, unterstützen. Unsere zentrale Mission ist, Privatsphäre einfach für jeden zu machen. Wir haben unsere Nische gefunden, wo wir mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten können, wo auch der Fokus eben auf Menschenrechtlern liegt. Und wir wollen die Software verbreiten als freie Software, um Menschen zu unterstützen. Und
Und wie gesagt, unser Fokus ist wirklich sehr darauf, diese Software so zu designen, dass jeder damit umgehen kann. Einige unserer Partner, viele dieser Organisationen repräsentieren auch die Menschen, die wir mit unserer Software erreichen wollen, die wir mit unserer Software unterstützen wollen. Weil viele Leute dort, die dort arbeiten, sehr, sehr extreme Privatsphäre Bedürfnisse haben. Wir wollen natürlich auch eher, also wir erfinden jetzt nicht die Sachen neu, die es eh schon gibt, sondern wir versuchen wirklich, unsere eigene Nische zu nutzen und im Endeffekt zusammenzuarbeiten mit diesen Partnern. Ja. So, I should also mention that, ich muss auch erwähnen, dass ich viele verschiedene Rollen spiele. Ich zahle meine Rechnungen durch das Guardian-Projekt, aber wir machen aber auch viele Sachen einfach, weil sie wichtig sind, weil sie auch gemacht werden müssen. Und Dinge, die nicht unbedingt Geld einbringen, sondern die einfach wichtig sind. Und ja, manchmal muss man halt auch schauen, was sind so die Abhängigkeiten, was muss man noch alles auf die Beine stellen, damit alles zusammen funktioniert. Und wir sind immer weiter und weiter vernetzt, wir sind immer weiter mobil und viele Leute scheinen zu vergessen, dass es früher mal eine andere Art von Internetnutzung gab. Und wir können auch Dinge lernen von diesen früheren Zeiten. Und insbesondere, weil diese Dinge früher eigentlich recht gut funktioniert haben. Wer von euch hat von FidoNet gehört seinerzeit? FidoNet war meine erste große Netzwerkerfahrung. Damals wurden Verbindungen mit Netzwerken durch Modems durchgeführt. Und es war im Prinzip nur ein großer Computer, der dann ganz viele Clients bedient hat. Und dann haben die Leute halt herausgefunden, was ist denn, wenn man jetzt Daten durch das gesamte Land schicken will? Das ist doch ein sehr teurer Telefonanruf. Und dann kamen halt Leute auf die Idee, dass man ganz viele Lokalgespräche miteinander verketten könnte, um insgesamt eine billige Datenübertragung zu gewährleisten, die deutlich billiger gewesen wäre als jetzt ein Fernanruf. Zum Beispiel jetzt die Verbindung von der USA nach Bulgarien, das wurde von Leuten dann organisiert, die einfach E-Mails versenden wollten. Etwas, was mir sehr wichtig war, die Idee, dass in Apps Offline-Netzwerke schon integral eingebaut sind, das ist etwas, was einfach nicht mehr so präsent ist in vielen Fällen. Und früher, zum Beispiel jetzt mit diesen Palm Pilots, konnte man auch einfach Sachen beamen. Also man konnte Sachen senden, ohne dass sie durch das Internet gehen mussten, weil es mit Infrarot funktionierte. Und es hatte funktioniert, weil es so einfach war und weil es auch glatt lief. Und diese Interaktion war wirklich einfach. Man musste einfach nur die beiden Palm Pilots aufeinander zeigen und es hatte funktioniert. Es war auf eine sehr elementare Art und Weise eine menschliche Interaktion. Eine Sache, die sehr viel Medienattention
really Anmerkung zu Übersetzer, das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Das, in Kuba gibt es El Paquete Semanal, das ist sowas wie ein wöchentliches Paket. Und da werden quasi Festplatten weitergegeben. Das heißt, irgendjemand geht in, zum Beispiel in ein Land, wo es schnelles Internet gibt oder eben eine Quelle in Kuba, wo sie halt Daten quasi herkriegen. In Kuba gibt es eigentlich gar keinen Internetzugang oder wenn, das ist sehr teuer. Das heißt, sie haben einfach eine Festplatte gekauft und sie haben sie vollgemacht mit Büchern, Filmen, allen möglichen Spielen, Apps und dann bringt der jemand sie nach Kuba und dort gibt es eben ein Netzwerk von Leuten, die dann hier diese Festplatten austauschen. Er sagt dann halt, ja, ich habe jetzt dieses wöchentliche Paket und man geht in diesen Laden und kennt halt jemand, der jemand kennt und man bekommt eine Kopie und man geht in diesen Laden, man zahlt etwas Geld, man kriegt ein bisschen Geld, Zeit auf der Festplatte und kopiert all das, was man braucht und das deckt Kuba ziemlich gut ab. Es gibt keine kabelgebundenen Netzwerke. Man verlegt keine Kabel. Und es funktioniert. Das wurde häufig als Sneaker, also Schleichnetz, benannt. Und es wurde als Notlösung betrachtet, aber wie es scheint, ist SneakerNet tatsächlich die schnellste Variante, die Probleme lokal zu lösen. Und man kann halt auch Daten von Amazon mit einem Truck übertragen, also indem man halt die Festplatten zu Amazon liefert, wenn die Daten so groß sind, dass es einfach schneller ist, das mit einem Auto zu transportieren. Ich kenne auch nicht die genauen Details, aber zum Beispiel in einem Fall hätte es 26 Jahre gedauert, das per Internet zu übertragen, aber mit dem Truck waren es nur 6 Monate. Und sowas kann halt sich durchaus noch lohnen. Und dann und dieses Bewusstsein für Offline-Netzwerke ist, es verschwindet. Und Leute bauen selbstgebaute Netzwerke und versuchen das dann selber zusammenzubauen, Mesh-Netzwerke zu bauen und auch zu verstehen, wie man solche eigenen Netzwerke betreiben kann. Das hier ist Barcelona, wo der Mauszeiger ist. Und hier seht ihr die ganzen WLAN-Knoten. Das ist durch Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Hier kriegt man Highspeed-Internet, weil mithilfe dieses WLAN-Netzwerkes und anscheinend besteht ein Bedarf, weil die lokalen ISPs kein Interesse oder die lokalen Internetanbieter kein Interesse daran hatten, großartig Kapazitäten bereitzustellen oder in die Erde zu buddeln. Und durch die Arbeit dieser Freiwilligen ist es dennoch möglich, solche leistungsfähigen Netzwerke aufzubauen, wenn auch eher durch die Kombination von Drahtlosnetzwerken. Und natürlich, irgendwann kommen dann doch die Firmen und sehen, oh, da ist ja doch ein Markt und klicken sich dann ein. Oder sie bauen dann doch ihre Netzwerke aus. Und in Nicaragua gibt es dann auch so selbstgebautes Netzwerk in Ost-Nicaragua und war niemand interessiert von den Netzwerkfirmen. Und dann waren sehr, sehr viele Interessierte und die haben halt gemerkt, oh, das gibt da tatsächlich Interessente. Und dann haben sie da dann halt doch ganz viele Netzfunktürme aufgestellt. Und natürlich, das Internet selbst war auch nur ein Offline-Netzwerk. Und zwar in den 70er Jahren, das war das Internet. Das war alles, was man jetzt hier auf dem Beamer sieht.
Das wurde Knoten von Knoten gebaut. Was wir das erste Mal angemacht haben, gab es eben zwei oder drei Computer, die miteinander geredet haben. Und Stück für Stück wurde es eben ausgebaut zu dem, was wir heute als das Internet kennen. Darüber hinaus, das hier ist von der Verteidigungsministerium der USA, wurde davon bezahlt, finanziert. Was gibt es heute immer noch? Das ist eine faszinierende Idee, wie man, also im Prinzip wie Foren, alle, die nach Themen organisiert sind. Als es erstellt wurde, war das Internet nicht wirklich verfügbar und wir möchten aber diese digitalen Medien benutzen, haben aber keinen Zugang zum Internet, aber wie machen wir das? Und so ähnlich wie FidoNet ist das hier einfach Rechner, die sich gegenseitig anrufen, die Daten synchronisieren. Und was dabei rauskommt, ist so etwas, wie wenn eine Universität eine komplette Kopie des Usenet hat, dann kann man sich mit denen verbinden. Aber ich bin aber nur an diesem kleinen Teil interessiert und ich synchronisiere das jetzt. Und diese Universität nimmt dann die Sachen, die du bereitstellst, und synchronisiert es mit dem Rest. Und das deckt die ganze Welt ab in diesem asynchronen Netzwerk, mit diesen einzelnen Verbindungen. Darüber hinaus, das ist ein bisschen kürzlicheres Thema, das ist ein ziemlich cleverer Hack, finde ich, sowohl technisch als auch politisch. Es nennt sich Touché. Es geht darum, Internetzensur im Iran zu umgehen. Stellt sich raus, dass Iran blockiert halt sehr viel in sehr vielen Aspekten das Internet. Es gibt sehr viel Satellitenfernsehen, aber die Satelliten gehören aber halt zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und diese Länder können sie nicht ausstehen. Und die Leute, die Touché zusammengestellt haben, da haben gemerkt, oh, das ist eine Möglichkeit für uns, einfach nur Videos sind einfach nur Bits, es ist einfach nur MPEG-Bits. Und niemand überprüft wirklich, ob die Bits jetzt einfach ein Video ergeben. Das heißt, du stehst einfach nur ein Video, das einfach ein Kabelfernsehen-Kanal ist. Und das ist verfügbar in Iran und auf dem Hauptsatelliten, den die Iraner benutzen, um Fernsehen zu bekommen. Und wenn man sich da anmeldet, dann bekommt man da, kann man das so auf deinen USB-Stick runterladen und Daten drauf kopieren. Und mit einer kleinen App kann man dann eben Dateien entpacken. Und die nimmt dann eben Daten aus einem MP4-Stream. Das ist für mich so ein verrückter Hack, der einfach funktioniert. Das fand ich sehr, sehr inspirativ. Aber warum angehen? Warum wollen wir quasi Offline-Netzwerke inkorporieren? Das war alles, ist alles schon da. Es fühlt sich an, das ist so einfach, weil so ein großer Teil der Welt Sachen aus dem Internet bekommt. Firmen wie Google haben eben diese Idee halt vorangetrieben, dass es diese verbundenen Dienste gibt. Und wenn man immer verbunden ist, dann kann man halt diese riesigen Server betreiben und diese riesigen Suchindexe haben. Die sind eben so vertieft in diesem Modell, dass jeder halt verbunden ist. Dann haben sie die Ballons und Facebook fliegt Drohnen, um das Internet auf der Welt zu verteilen. Ich war immer sehr fasziniert in der Geschichte von Computern und des Internets. Und das erinnert mich daran, an eine sehr leicht zu übersehende Geschichte
roots of the internet and in den Wurzeln des, die in den Wurzeln des Internets steckt und a lot of this stuff like the internet was being built around when the Vietnam War was und viele Teile des Internets wurden eben gebaut als der Vietnam war Krieg stattgefunden hat. Und damals dachten vielleicht einige, dass Leute, dass es einfach nur ein paar Hippies waren, die das Internet gebaut haben und Informationen frei zur Verfügung stellen wollten. Aber das Ding war natürlich, dass das Verteidigungsministerium der USA das ARPANET finanzierte und sie hatten natürlich eine ganz andere Idee. Sie wollten halt ein kriegssicheres Kommunikationsnetzwerk haben. Und das sollte dann das möglichst sicherste und effizienteste Kommandonetzwerk sein, mit dem man den Krieg führen kann. So dass es so effizient sein soll, dass sogar der Präsident entscheiden kann, wer jetzt schießen soll. Und das erfinde ich jetzt nicht gerade. Das ist eine Sache, die sie gemacht haben, dass sie mit einem großen Supercomputer und einem Netzwerk, das durch Vietnam ging, die Idee war, ein Netzwerk zu bauen und mit Kameras und Audiosensoren, damit man einfach alles mitkriegt, was passiert. Auf diesem Weg, auf diesem Ho Chi Minh-Pfad, der dazu benutzt wurde, um Waffen zu schmuggeln von Nord nach Südvietnam. Die Generäle sitzen hier und sie wählen jetzt aus, ja, der hier. Und man wollte halt perfektes Wissen haben. So huge amounts of money, largest computer in the world. Große Mengen an Geld und sie haben dieses System gebaut. Und die ganzen Statistiken wurden veröffentlicht, wie viele Leute sie getötet haben und hochgejagt haben. Hier gibt es eine Karte, die über dieses System angegriffen wurden. Und nach einer Weile hat jemand die ganzen Nummern zusammengesammelt. Und haben festgestellt, das hat sich herausgestellt, dass es einfach viel größer war als das, was angegeben wurde von dem Militär. Und nach dem Krieg, das kann man das heutzutage in Museen anschauen in Vietnam. Und die Leute haben gestellt, oh, hier ist ein Mikrofon und hier ist ein Lastwagen und sie haben einfach nur den Ton abgespielt. Sie hatten also ein Netzwerk gebaut, mitten im Krieg. Und sie waren quasi Opfer ihrer eigenen Informationsblase. So, more directly, what, why do we need ein bisschen direkter, warum brauchen wir diese Offline-Netzwerke? Also ein Punkt ist halt Zentralisierung. In vielen Orten ist es sehr anfällig. Und es kann überall sehr fragil sein, wenn überraschende Zeiten kommen. Also am 11. September, da gab es kein Netzwerk, es gab kein Telefon, es gab kein Strom. Es gab so große Stromkabel auf den Straßen. Und das kann eben mitten in New York Stadt passieren. Und es wird einfach viel einfacher zu zensieren und jedermann wird auf so viele Arten und Weisen überwacht. Und viele Leute versuchen es in eine Richtung zu bringen, dass es nicht neutral bleibt, dass eben gewisse Dienste bevorzugt werden. Es ist auch nicht gleichmäßig verteilt. Das ist eine Karte von der Welt, basierend darauf, wie viel Prozent der Leute eben das Internet benutzen.
Und warum ist das so? Ja, es stellt sich heraus, dass es eben in gewissen Teilen der Welt sehr, sehr teuer ist. Und es gibt eben auch Teile der Welt, in denen Leute nicht viel Geld verdienen. Also der Punkt, sich das Internet leisten zu können, ist eben ein großes Hindernis, um Internetzugang zu bekommen. Das ist etwas, das Facebook herausgefunden hat. Für sie lohnt es sich, quasi die Internetrechnung zu zahlen, damit die Leute eben, damit sie an Facebook kommen. Ein anderes Beispiel ist dieses Projekt, an dem wir gearbeitet haben. In den USA gibt es große Teile, wo es sehr viele Leute gibt, die keine Abdeckung haben. Also es gibt sehr, sehr viele Farmgebiete. Und wir haben mit Leuten aus Georgia gearbeitet. Wir wollten ihnen helfen, ihr aufzuzeichnen, wie viel Arbeit sie geleistet haben. Und sie hatten halt keine Mobilverbindung oder kein Internet. Und das ist halt in Georgia. Und das ist gerade nicht einer der abgelegensten Plätze in den Vereinigten Staaten. Und hier ist ein Beispiel aus Syrien, wo das Internet, wo die Verbindung zur Welt außerhalb von Syrien, es ist sehr, sehr limitiert. Es gibt einfach nur drei Verbindungen. Und das ist es. Und einige Länder haben es halt wirklich nur so oder explizit so designt, dass das so limitiert ist. Und man sieht halt, dass es so geplant war, dass es ein zentrales Gebäude gibt, wo man alles kontrollieren kann. Und ein weiteres schönes Beispiel ist in Hongkong, wo sie dieses Causeway kontrollieren, wo man zehntausende Leute hat, die alle auf einen Punkt sozusagen zulaufen mit ihrer Kommunikation. Und dann war natürlich Kommunikation ein zentrales Problem. Und die Polizei musste natürlich auch die Situation im Griff behalten und es gibt eine Chat-Anwendung, die und diese Chat-Anwendung hatte dann insbesondere FireCheat hieß das Programm, und es ging wirklich darum, eine lokale Verbindung zu haben. Und das war recht ein interessantes Beispiel, weil weil es eben auch funktionierte ohne das Internet. Und die Leute konnten immer noch kommunizieren, auch wenn das Internet weg war. Und es ist ein nettes Modell, um einfach zu sagen, ja, wenn man das Internet hat, prima, kann man es nutzen, aber wenn nicht, dann macht man halt ad hoc ein neues Netzwerk. Und jetzt haben wir natürlich viele schöne Beispiele gesehen, und jetzt ist natürlich die Frage an uns, wie können wir diese Erfahrung nutzen, um halt selber ähnliche Projekte auf die Beine zu stellen. Und es gibt halt nicht wirklich Konkurrenz im Bereich Offline-Netzwerke. Und unser Fokus lag laut unserer Entscheidung erstmal auf Lateinamerika. Und wir wollten dann auch unseren Horizont erweitern. Und wir begannen einige Ideen zu bekommen, wo die Probleme liegen und was auch die Probleme der Leute waren insbesondere. Und wir haben dann mit verschiedenen Leuten gesprochen und wir wollten halt grundsätzlich verstehen oder allgemein verstehen, wenn diese Leute ein Telefon benutzen, welche Faktoren spielen da rein? Also der zweitwichtigste Faktor war, wie teuer die Datenübertragung war.
Genau, also wir hatten halt diese Umfrage gemacht und haben halt gesehen, dass Leute verschiedene Aspekte verschieden relevant halten für ihre Telefonbenutzung und die Batterieauslastung ist halt die oberste Wichtigkeit, wenn sie ihre Telefone benutzen. Dann natürlich Datenspeichern. Viele Leute hatten tatsächlich 2 Gigabyte oder weniger auf ihren Telefonen. How much they pay. Und natürlich auch, das war den Leuten natürlich auch wichtig, wie viel sie bezahlen mussten. Und wir haben dann natürlich auch gefragt, wie viel Daten kriegen sie pro Monat. Und es war natürlich auch alles relativ teuer. Und wir haben dann Interviews gemacht. Wir fanden es auch wirklich hilfreich, richtige Geschichten oder richtige Erfahrungsberichte von den Leuten zu bekommen, um die Situation dann auch besser zu verstehen. Und natürlich auch, um diese Geschichten dann auch weiter zu verbreiten. Dies sind 3 Beispiele für Geschichten. Close to what we were hearing. Und wir versuchten das Ganze dann auch so nah an dem zu belassen, was wir auch gehört haben. Und diese Erfahrungsberichte sind alle auf der OK Things Webseite sichtbar. Und man kann dann halt auch die Nachrichten und also die Geschichten und auch deren persönliche Hintergründe, deren Einkommen, darüber kann man Sachen nachlesen und das Ganze dann besser nachvollziehen, wie diese Leute leben. Und auch für uns als Organisation war es sehr wichtig, um einfach zu verstehen, welche Dinge müssen wir selber priorisieren für unsere Organisation und unsere Apps. Und das längste Projekt war ein F-Droid. Dann haben wir darüber nachgedacht. Also F-Droid ist ein App Store, wo es darum geht, halt ja digitale Daten von dem Server zu dem Device zu übertragen. Und dann haben wir halt darüber nachgedacht, wie kann man auf nützliche Art und Weise Daten von A zu B übertragen. Und man muss jetzt auch nicht, und es sollte halt auch einfach sein, dann jetzt einfach ein Ad-Hoc-Netzwerk aufzubauen, auch wenn das Internet nicht da ist. Und wir wollten auch Sicherungs-, also Spiegelkopien von den Daten anfertigen lassen können. Und Daten können auf verschiedene Arten und Weisen übertragen werden. Natürlich hat man fdroid.org. Und man kann natürlich die Apps dann einfach installieren und dann benutzen. In fdroid.org oder in einem der Spiegel-Server kann man jetzt entweder von der offiziellen oder der Hauptstelle runterladen, also fdroid.org, oder auch von einer anderen Datenquelle, von einem anderen Device, das nicht unbedingt offiziell sein muss. Oder es kann halt auch eine Liste von Mirrors haben oder Spiegelservern, wo es versuchen kann, die Daten herunterzuladen. So dass man dann halt auch Daten mit jedermann teilen kann. The user doesn't have to know that the main one failed. Und der Nutzer muss nicht einmal wissen, dass der Hauptserver nicht mehr erreichbar ist. Er wird erst benachrichtigt, wenn alle Server oder alle Anbieter der gleichen Daten nicht erreichbar sind.
Und F-Droid ist jetzt natürlich der zentrale Server, aber und wir versuchen natürlich mit F-Droid die Software auch einfach zu benutzbar zu machen. Und man kann sich da anmelden bei f-droid.org und das hat dann natürlich seine eigenen Spiegel-Server. Und dann haben wir auch die in der Nähe Funktionalität. Es gibt halt verschiedene kabellos Datenübertragungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt einfach WLAN, das es dann einfach nutzen kann, um halt Geräte in der Nähe zu erkennen und dann auch Apps oder auch Daten, zum Beispiel Videos, auszutauschen. Und man kann dann einfach Geräte von anderen Netzteilnehmern sehen, eine Verbindung aufbauen und Daten austauschen. Und man kann auf diese Art und Weise dann auch tatsächlich F-Droid selber verschicken. Und auf diese Art und Weise ist es halt auch viel einfacher, unsere Software weiter zu verbreiten. Und das Ding ist natürlich, es muss natürlich trotzdem noch mit anderen App-Stores gut zusammenfassen. Und in China ist es, gibt es auch andere App-Stores, also in China oder Indien. Und das muss eben kompatibel sein mit diesen anderen App-Stores. Das heißt, wenn man jetzt Apps aus dem Play-Store hat und auch F-Droid hat, dann versucht F-Droid eben alles Mögliche zu tun, um Play Store nicht in die Wege zu kommen. Und man kann natürlich auch die Apps, die aus dem Play Store kommen, kann man natürlich auch weiter verteilen. Und kürzlich haben wir ein sehr überraschendes Beispiel gesehen. Es kam jemand in unseren Chatraum und hat gesagt, oh, ich habe übrigens einen Laden in Kuba aufgemacht. So, because we put the effort into the whole tools, eben viel Energie in die ganzen Werkzeuge reingesteckt haben. If it can talk on a network, wenn man jetzt über ein Netzwerk sprechen kann, egal ob das jetzt das Internet ist oder nicht. Dieser Mann in Kuba hat sich entschieden, einen Mobilteilladen aufzumachen. Und seine Idee war, dass man eben ein lokales WLAN-Access Point hat, mit dem man sich verbinden kann und dann kostenlos Apps bekommt. Er war am Stadtrand und hat gesagt, ja, wenn ihr hier kommt, dann könnt ihr kostenlos euch mit eurem Netzwerk verbinden und ihr kriegt kostenlos Apps. Und wenn ihr Kabel oder El Paquete, also dieses Hardware-Festplattenpaket braucht, dann könnt ihr es auch bei mir bekommen. Und das, für mich ist es ein sehr interessantes Modell, weil zum Großteil ist es offline. Es ist einfach nur ein WLAN-Zugangspunkt mit einer Festplatte dran und es funktioniert. Und dann eben hin und wieder synchronisiert es sich eben mit dem Internet. Das heißt sozusagen einmal in der Woche, eine Internetverbindung einmal in der Woche sozusagen. In ähnlicher Weise gibt es eben so kleine Boxen, die halt auch so WLAN und Speicher drin haben. Das nennt sich Library Box. Das nimmt diese Idee, das heißt, dass man halt nur gelegentlich sich mit dem Internet synchronisiert, macht das eben sehr günstig. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, wir sind nicht die Einzigen, die an diesem Punkt arbeiten. Und was wir hoffen, ist, dass es noch viel mehr Leute sich darauf konzentrieren. Und zwar in so einer Art und Weise, dass man halt miteinander kooperieren kann. Briar ist ein Messenger, da gab es letztes Jahr hier auf dem Kongress einen Vortrag darüber. Das ist eine sehr ähnliche Idee. Das heißt, es benutzt das Internet, wenn möglich, aber es kann auch eben lokale Verbindungen, also über lokale Verbindungen gehen. This
Wir haben sehr viel mit Aktivisten in Tibet gearbeitet. Die sind sehr fernab von Netzwerken und sie haben eben ihr eigenes System aufgebaut. Sowohl eben Netzwerk und halt Computersysteme, die ihr Gebiet abdecken. Was wir sehen, selbst in Silicon Valley gibt es nicht immer perfekte Verbindungen. Das heißt, es gibt in Google Maps gibt es die Offline-Maps und wir sehen halt, dass sowohl Apple als auch Google auch in diese Richtung gehen. Das heißt, das geht jetzt wohl in Richtung Mainstream. Also die haben natürlich sehr, sehr viele Ressourcen. Also im Fall von Apple, sie machen, dass es sehr schön funktioniert, aber es gibt halt sehr viele Einschränkungen. Und das Ding ist natürlich, dass trotzdem sehr viel Benutzerverfolgung stattfindet oder Benutzerprotokollierung. Und was Apple angeht, gibt es eine wichtige Lektion, dass es wichtig ist, wenn man an Systeme denkt, dass man immer an Spam und Missbrauch dieser Systeme nachdenkt. Zum Beispiel jetzt, wenn man an AirDrop denkt, was ihr Cloud-Service war seinerzeit, und dann konnten das halt alle Leute im WLAN, in der U-Bahn nutzen und dann haben viele Leute das eben missbraucht. Und wenn man dann auch das Bild sieht, von dass Leute da hochgeladen haben, ist das halt wenig ideal. Und es gibt halt, es gibt dann halt auch noch weitere Programme, die halt diese Teilung oder Datenübertragung aus der Nähe unterstützen. Und so können sie halt aussehen, dass sie, und als das Ganze begann seinerzeit, schien alles mal ganz schön. Und das sind natürlich Startups, das heißt, sie wollen natürlich Geld verdienen und das heißt, sie monetisieren das, was ihre Nutzer halt in ihre Systeme einspeisen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir etwas, also wenn wir etwas Neutrales brauchen, was auch in der Nähe, also durch Nahverbindung funktioniert, müssen wir halt selber anpacken. Und um das hervorzuheben, was uns am wichtigsten ist, wir wollen, dass Leute sich mit Leuten verbinden können. Und wir denken darüber nach, wie Leute sich verhalten, sodass sie halt sie selbst sein können, anstelle von sich so zu verhalten, dass sie dem eigenen Businessmodell, also dem eigenen Geschäftsmodell verfolgen. Und 1961 hatte Paul Braham über verteilte Netzwerke nachgedacht und er ging damals auch davon aus, dass Punkte sich halt nicht verschieben. Wir wissen jetzt, unsere Telefone, die bewegen sich natürlich, die ändern ihre Koordinaten. Und das bedeutet, einige Punkte werden eine gute Verbindung zum Internet haben. Aber es gibt halt auch mehr dezentralisierte Netzwerke. Connectivity to one library box. Und dann gibt es nur eine Bibliothekskiste, die das Internet verbindet. Und man muss halt an viele Sachen denken, damit solche Dinge, damit die Benutzererfahrung tatsächlich funktioniert. Wir haben diese Konzepte. Es ist wichtig, dass man Dienste auch entdecken kann mit seinen Geräten.
Und you need something to store. Man benötigt auch eine Möglichkeit, Daten abzuspeichern, um ein effizientes Modell zu haben, um die Daten dann zu übertragen und auch bereitzustellen. Und man muss natürlich auch eine besondere Möglichkeit haben, dass man die Leute, die Sachen, die Daten von den Leuten sammelt und sie dann weiterverteilt. What is the format of data? Aber da muss man sich erstmal überlegen, was ist das Format der Daten, um sich eben bekannt zu machen, dass bei einem Dienst. Und das ist unser erster Entwurf. Das ist, nennt sich das Windchime Announce Protocol. Sagt, okay, hier, ich bin jetzt hier erreichbar, auf diesem WLAN, auf diesem SSID, unter dieser Adresse. Ich bin auch erreichbar über Bluetooth und was auch immer. Und das ist dieser der Dienst, den ich anbringe. Das muss eben standardisiert sein, damit das automatisiert passieren kann. Wir wollen nicht eine Riesenliste an Text dem Benutzer präsentieren. Then we also have this available in a library for Android called Ayanda. Und dann gibt's ja auch noch dieses Library für Android, das nennt sich Ayanda. Und das soll eben diese Kernstücke eben sehr einfach realisierbar machen. Also das Senden und Empfangen und auch das Entdecken von den Diensten. Then the question is, dann stellt sich die Frage, wie kann man jetzt das in Software implementieren, an der man arbeitet? Und der erste Punkt ist, man muss es einfach versuchen. Also wenn ich eine Netzwerkverbindung habe, selbst wenn es nur ein lokales Netzwerk ist, dann soll das einfach funktionieren. Aber stellt sich raus, dass es... And then that ends up being the only thing preventing. Und das ist dann das Einzige, was die Software daran hindert, zu funktionieren, wenn sie offline ist. Und wenn man dann halt ein Netzwerk aufbaut in der Bibliothek und schaut, ob man damit, dass es funktioniert, also wenn man es aufbaut und dann versucht, sich zu verbinden, funktioniert es ohne DNS? Wenn man jetzt einfach nur versucht, ccc.de aufruft, ja, klappt das denn? Und man sieht halt durch das DNS-System, also dass Domains halt auflösen soll, das macht es halt deutlich schwieriger, solche dezentralen Netzwerke aufzubauen. Und dann muss man sich halt auch fragen, könnte man eventuell einen Cache aufbauen, der dann trotzdem DNS-Namen auflösen kann? Das wäre halt so der erste Schritt, damit man halt auch die Zielnetzwerke, die Zielcomputer in einem Netzwerk finden kann, selbst wenn man nicht mit dem Internet selbst verbunden ist. Und also, um es zusammenzufassen oder abzuschließen, wir wissen, dass es möglich ist, sowas umzusetzen, so dass man Netzwerke schaffen kann, die auch auf unsere Werte achten und nicht uns einfach nur zu einem Produkt machen. Das bedeutet, dass wir ein Netzwerk bauen, das etwas Nützliches macht, wenn kein großer Provider oder Internetanbieter verfügbar ist, sodass wir auch Systeme schaffen können, wo man nicht erst um Erlaubnis fragen muss, um sie aufzubauen und sie zu nutzen. Und es gibt natürlich jetzt offizielle Sachen wie Domainnamen, die natürlich helfen, jetzt bestimmte Sachen umzusetzen, aber das ist nicht unbedingt hilfreich für dezentrale Netzwerke. Und man muss sich natürlich fragen, inwieweit kann man das alles sich leisten? Und Affordability, then you know, it might feel like, well, you know, it's less important here. But und na gut, also das, ob man sich leisten kann, ist jetzt nicht so wichtig hier in diesem Fall. Wenn man halt viele kleine Komponenten hat, die dann jetzt
sehr leicht finanziell zu leisten sind, dann ist das jetzt kein so großes Problem. Und ich möchte... In England. Das ist eine Art Vogel, die sich jede Nacht treffen und eben in diesen Schwärmen rumfliegen. Und es gibt sehr viele Individuen und es ist sehr dynamisch. Also die Videos davon sind wirklich beeindruckend. Und wenn wir Netzwerke machen können mit dieser Art von Fluidität, das wäre super. Vielen Dank. Thank you, Hans-Christoph, for your talk. And we have still some time for questions. If you have to leave, then do so quietly. And wenn Sie den Raum verlassen wollen, dann machen Sie das leise, bitte. And of course, the signal angel. Just line up and I will call you to ask your questions. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sich an das Mikrofon und Sie werden aufgerufen. Don't forget to be quiet while walking out. Vergessen Sie nicht, leise zu sein, wenn Sie rausgehen. Maybe a little show of hands if somebody wants to ask a question. Bitte heben Sie die Hände, wenn Sie eine Frage stellen wollen. Yeah, there. Okay. Just walk up to number two, that's sitting right over there. And go ahead. Yeah, so you talked about the Barcelona case. Also du hast über den Fall in Barcelona gesprochen, wo es so ein lokales Netzwerk gibt und du hast uns erzählt, dass die Telefonanbieter kamen und das dann eben das Kuchenstück genommen haben und ihr eigenes Modell darauf gebaut haben. Aber warum ist, wenn die Infrastruktur schon da ist, dann soll das doch günstiger sein, als dann noch extra für die Telefonanbieter zu zahlen. Also ihr sprecht über den Nicaragua-Fall? Nein, also zum Beispiel der Fall in Barcelona. Also das Problem ist, wenn man eine Firma hat und keine Konkurrenz hat, wenn man Konkurrenz hat, dann ist es gut, weil die Konkurrenz sorgt eben dafür, dass die Leute versuchen, die Sachen zu optimieren. Aber in dem Fall gab es das halt nicht. Und diese Firmen reagieren nicht unbedingt darauf, was die Leute tatsächlich wollen. Und deswegen passieren solche Sachen halt nicht. Ich habe mich halt gewundert, warum es eben nicht kompetitiv ist. Weil die unabhängig gebaute Infrastruktur eben nicht kompetitiv ist. Ich denke, in diesem Fall, also im Fall von Nicaragua, ist es so, dass die Telekoms tatsächlich viel Geld haben, aber sie wollen halt nicht unbedingt, dass jetzt jemand da ein Beispiel bringt, wie man Sachen selber umsetzt und dann kommen die halt irgendwann auch zum Schluss, dass sie selber doch noch was machen müssen. Also sie konzentrieren sich gerade auf die Mobiltechnologie. Ist es auch für einen PC geplant oder ist es relevant? Die generelle Idee ist voll im Blickfeld. Das Guardian-Projekt, wir fokussieren uns auf mobile Anwendungen und deswegen sind Desktop-Anwendungen jetzt nicht so relevant. Hi, thank you for your talk. I have actually two questions. Ich habe zwei Fragen. Die erste, wenn ich es richtig verstanden habe, Bluetooth ist die bevorzugte Methode. Und zweite Frage, was ist das Größte, das man bis jetzt erreicht hat? Was ist das größte Bluetooth-basierte, dezentralisierte Netzwerk, also zum Beispiel ein Messenger? Und jetzt die zweite Frage. Sie haben sehr viele technische Probleme erwähnt.
So how does the routing actually work? Wie funktioniert das Routing mit diesem Bluetooth-Netzwerk? Like geo-based routing? Gibt es da zellbasierte Routing oder kennt einfach jeder jeden? Yeah. So also yeah, let me see. Start with a simpler question. So erstmal die einfache Frage. Es ist nicht Bluetooth, sondern wenn man einen Zugangspunkt mit WLAN hat, dann ist es halt einfacher, da mithilfe dieses WLAN-Zugangspunkt die Verbindung herzustellen. Man muss natürlich dann schauen, okay, was sind jetzt all die Möglichkeiten, die man lokal gerade hat? Und die sollte man alle ausprobieren. Und WLAN ist einfach viel schneller als Bluetooth. Und das größte Netzwerk ist irgendwie Terabytes von Daten. That is generally copied around on the internet. Das wird normalerweise kopiert durch das Internet. That's the largest one that I can think of. And das ist das größte, was mir so einfällt. Und was Routing angeht. I think for a lot of really what this wouldn't really be on the kind of transport layer where das wäre jetzt nicht auf der Transportebene, sondern the idea more is to say like, well, so if you want to do ad hoc routing, wenn man jetzt spontanes Routing haben will, dann baut man halt ein Mesh-Netzwerk. Zum Beispiel jetzt bei FireShed verwenden sie halt Bluetooth für wirklich kleine Umgebungen oder kleine Distanzen. So like in the case of F-Droid, I think is easiest, is that bei F-Droid verwenden wir ein Repo, was halt eine Liste von Knoten ist, die man dann ansteuern kann und ausprobieren kann, ob sie erreichbar sind. Und wenn der Client die Daten empfängt, kann er anhand der Signatur erkennen, woher das Ganze kommt und wie er damit umgehen soll. Und er kann dadurch halt auch einfach Daten austauschen und da ist jetzt kein richtiges Routing, sondern in der App geht es darum, was wollen wir entdecken, welche Sachen wollen wir finden oder auffindbar machen wollen. Es ist sehr einfach, jetzt einfach das Internet zu nutzen und zu sagen, hier, nimm diese Domain. So after is one example, I think Briar is probably a very good example where they're in Internet and Bluetooth and local Wi-Fi. Es ist halt, also was man halt häufig machen kann, ist einfach eine Kombination von WLAN, was jetzt zum Beispiel auch bei Briar und auch bei F-Droid verwendet wird, in Kombination mit diesen dezentralen Netzwerken. Also keine Fragen aus dem Internet, wir machen weiter Mikrofon Nummer 2. Eine der Sachen, die mir aufgefallen sind in einem Vortrag, sind eben Apps und Teilen von Apps und sich mit lokalen Knoten verbinden. Was ist mit IPFS? Was ist mit den anderen distributiven Netzwerken? Ich bin sicher, dass Sie das angeschaut haben und erwähnen, dass man sich mit anderen Initiativen integrieren will, wie zum Beispiel Matrix. Können Sie da ein bisschen mehr darüber erzählen? Also IPFS, wer es nicht kennt, ist das interplanetarische Dateisystem. Und ich finde, IPFS ist ein großartiges Beispiel für sowas. Und wir würden es gerne integrieren mit unseren Services. Aber es gibt nur so viele Stunden am Tag. Und wir haben einfach nicht die Zeit. Also ich würde es wirklich gerne umsetzen. Oder wenn jemand hier am Kongress das umsetzen will, wäre es super. Mein persönlicher Fokus ist auf den tiefer hängenden Früchten oder einfacheren Aufgaben. Einige Sachen wie jetzt die lokalen Bibliotheksboxen, die Sachen, die halt deutlich einfacher umzusetzen sind. Und es kommt natürlich darauf an, was die Fähigkeiten und die Interessen der Leute sind, die mitarbeiten. Und es muss natürlich jetzt im Endeffekt ein dezentraler
Ansatz oder ein dezentrales Projekt sein, so dass wir halt, also jeder kann mitarbeiten, jeder kann sich beteiligen und am Ende bringen wir diese ganzen Komponenten zusammen und schaffen ein größeres und besseres System. Okay, unfortunately our time is now up. Und glücklicherweise ist unsere Zeit jetzt vorbei. Vielen Dank. Wenn es noch weitere Fragen gibt, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit an ihn wenden. Let's give a warm hand of applause for eine Runde Applaus. Okay, ihr hörtet den Vortrag Wind Off-Grid Service.